Razor Max, was heißt das? Wollen wir auch nochmal sagen auf Deutsch, damit wir auch wirklich wissen, um was es auch wirklich geht und was steckt denn hinter dem deutschen Namen? Warum gibt man sich solch einen Namen? Tja, die Frage, da streitet man sich immer noch. Das wurde mal am Biertisch vor zig Jahren gesagt, wie heißt man eigentlich, wie nennen wir uns? Und hat irgendwie ins Englischbuch hingeguckt und meinte, Razorbex ist ein guter Name. Wir wurden in verschiedenen Stadien dieser Welt schon angekündigt als die Rasierklingen oder die Rasierer und so von Razor her genannt. Also meines Wissens nach kommt es aus dem australischen Englisch und heißt Spitzrückwildsau. Diesen erfolgreichen Verein, der 1992 gegründet wurde, Geburtshelfer bei der Gründungsversammlung war der Bürgermeister Herr Schulze. 1993 erfolgte dann die Aufnahme als Mitglied in den American Football Verband in Berlin und der Start in der Aufbauliga Ost. 1996 haben die Razorbacks bei Spielen in Hamburg, Schwerin, Berlin, Leipzig und Dresden, Wernigerode, Prag die Gemeinde Erdner würdig vertreten. 1997 haben die Razorbacks wegen Mangel an Spielern eine kleine Auszeit genommen, dann aber kamen mächtig viele Spieler dazu. 1998 ging es dann weiter, es erfolgte der Start mit einer Flag Football und Schüler Mannschaft. Dann kamen die Cheerleader dazu, die Crazy Angels. Sie machten einen Neubeginn, heute sind sie eine große Truppe und sehr gut und wir werden das Ganze jetzt erleben. Die Saison 99 ist für uns erstmal so. Ich habe erster Stelle, ihr seid das erste Team und die Flex sind das zweite. Die sind unten. Ja. Und so will ich das auch haben, dass wir in Erkner für mehr für Ruhe sorgen als die Flex. Nicht, dass das heißt, die Flex gewinnen hier ein Spiel und die Großen kommen kurz an, dann wir sich mit dem Team fighten müssen. Ja. Brauchen wir nicht, haben wir ja nicht nötig. Die Erknerainer Razorbacks kamen geschlossen im Ziel an. Sie waren die erste American Football Mannschaft, die in kompletter Ausrüstung solch eine Veranstaltung mitmachten. Dafür wurde am Sonntag ein Antrag für eine Eintragung ins Guinness Buch der Rekorde gestellt.